Fahrgäste, wie Sie bemerken, geht es heute relativ zäh voran. Wir haben derzeit schon eine Verspätung von ca. 17 Minuten. Grund dafür ist ein langsamer Zug vor uns, der uns gewaltig ausbremst. Außerdem sind leider diverse Bauarbeiten, Langsamfahrstellen hier auf unserer Strecke, die natürlich auch den Zug vor uns noch etwas ausbremst. Wie gesagt, ca. 17, 18 Minuten Verspätung. Nächste Bahn ist gehalten.
Ab 11:28 folgt die Wahl in erster Klasse im Abschnitt G. Informationen zu der G8-Klammer sollten Ihnen den Kunden übernehmen in Augsburg ab 11:35 folgt die Vorgleis 14. Nächste Station, Geislingen, Steige.
1 Einfahrt IRE nach Stuttgart Hauptbahnhof über Pforzheim. Abfahrt 16.37 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 5 Einfahrt S2 nach Kaiserslautern Hauptbahnhof über Neustadt-Weinstraße. Abfahrt
19 Uhr, rein. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse, S3, nach Germersheim, über Schifferstadt, Abfahrt 19.10 Uhr, von Gleis 5, RE 4, nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof, über Worms, Abfahrt 19.04 Uhr, heute circa 10 Minuten später, von Gleis 6, direkt gegenüber, RE 4, nach Karlsruhe Hauptbahnhof, über Schifferstadt, Abfahrt 18.57 Uhr, heute circa 20 Minuten später. So Leute, jetzt muss ich mal was dazu sagen. Also wenn der Zug schon voll ist, ja, bitte nicht mehr einsteigen, weil die Türen können sonst nicht zugehen. Und es liegt auch alleine an dieser Lichtschranke, was da hinten ist. Ich möchte euch in diesem Video nochmal erklären, wie bei diesem Zug. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht mehr mitgefahren, weil der Rappel voll ist. Und er hat eh schon 15 Minuten Verspätung. Eigentlich wollte ich ja nur nach Mainz. Und jetzt stehe ich hier in Ludwigshafen. Und man sieht, der Zug steht immer noch da. Weil manche Leute so dämlich sind und nicht nach hinten oder in die Mitte des Zuges zu gehen und den ganzen Durchgang zu benutzen. Solche bescheuerten Leute.
Ankunft 20.19 Uhr. Heute ca. 30 Minuten später. Grund dafür ist ein Polizeieinsatz. Information zu RB 67 von Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Ankunft 20.41 Uhr. Heute ca. 20 Minuten später. 20.46 Uhr. Heute ca. 35 Minuten später. Grund dafür ist eine Reparatur an der Strecke. Wir bitten um Entschuldigung. Über Mannheim-Waldhof. Abfahrt 20.35 Uhr. Heute ca. 15 Minuten später. Hier an der Strecke zwischen Lappertheim und Durstadt ist der Betrieb nur eingleisig befahrbar. Das Gleis einfach befahrbar. Daher hatten wir jetzt noch aktuell auf den Gegenzug und können dann, denke ich, unsere Fahrt fortsetzen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Wir begrüßen Sie im RE1 nach Hamm Hauptbahnhof. Nächster Halt, Düsseldorf Flughafen.
Bitte beachten Sie, aufgrund einer technischen Störung sind die Funkzielanzeiger gestört.
Und die
Über Nürnberg Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis G. Abfahrt 18:05 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Thank you.
Wir werden jetzt unsere Fahrt weiter nach Nürnberg fortsetzen. Ich wiederhole, bitte steigen Sie ein. Wir setzen jetzt unsere Fahrt fort.
Ansonsten haben Sie noch Anschluss an eine S-Bahn nach Hartmannshof, Abfahrt heute gegen 22:24 von Gleis 3 und an einen IC nach München über Ingolstadt, Abfahrt heute gegen 22:45 von Gleis 8. Für weitere Anschlüsse achten Sie bitte auch heute zusätzlich auf die Durchsagen am Bahnsteig. Dear passengers, with a delay of 70 minutes at 10:06, we will arrive at our next stop at Nürnberg Main Station. You have a connection service with ICE to Munich via Donauwörth and Augsburg departure time today at 10:14, track number 8. And an ICE service to Munich via Ingolstadt departure time at 10:45, track number 8. And a local train to Kreisheim, departure time at 10:80. Thank you.
So, das waren die letzten beiden Züge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch wie immer ein Like und einen Daumen nach oben. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen.